Es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für neuen Schuhkarton. Und was ist das? Das ist das neue Ding von Adidas und Pharrell Williams, um weiterhin Geldscheine zu drucken. Eine wunderschöne Jacke, die mir etwas zu klein ist, aber in meiner Größe tatsächlich mehr hermacht, als ich erwartet hätte. Die ich glaube, das soll so sein. Die ist nicht zu klein. Achso, okay. Also ich glaube, wenn man so mal diese Pharrell-Fotos sieht, die, also bei mir würde das natürlich sehr, sehr, sehr gut aussehen. Kannst du noch mal so eine Pose? Ja, du meinst ungefähr so, ne? Ich sag euch, das ist Berlin 2015. Ne? Zumindest haben wir eine neue Zielgruppe. Wer Jacke in seiner Größe kauft, hat das falsch gemacht. Ja. Nein, tatsächlich, das Ding kommt jetzt auch, nee, ist schon im Verkauf, ne? Ab Samstag. Doch. Okay, dann kommt's ab morgen auch in Laden. Genau. Kostet wieder charmante, unschlagbare 1000 Euro. Ja. Sieht sehr gut aus. Preise soll man nicht reden. Wenn einem etwas gefällt, ja, sehr richtig. Ich find's gut, ich hab aber nicht. Okay. Deshalb lege ich sie weg, bevor ich irgendwie dreckig mache und sie doch kaufen muss. Gibt nur wieder Ärger. Hey, das ist ein Fleck, die musst du jetzt kaufen. Das tatsächlich, lieber Hikmet, war schon so, als sie ankam. So, das war die On-Feed-Bilder von der Jacke. Und wenn euch lustige Dinge einfallen, wofür wir auch noch On-Feed-Bilder machen können, ne, schreibt doch einfach mal unten was in die Kommentare. Machen wir On-Feed-Bilder mit all euren Lieblingssachen. Aubergine, Haustiere, Auberginen, Gurken, Autos, Matchbox. Autos haben wir schon. Matchbox. Wir sind so kreativ, uns fällt uns schon nichts mehr ein. Cocktails. Das ist eine geile Idee. Wasserballons. Ja, so ein Fetisch. Wasserballons. Ja, tatsächlich. Schreibt einfach was in die Kommentare. Irgendwas. Genau, und jetzt fangen wir mit Schuhen an. Komm, geht's los. Bananen. Mit Bananen. Club 75, Adidas Equipment. Club 75 war? Busy P. Von Ed Banger. Genau, Michael Dupuy, ich bin kein Franzose. All Gone. Und So Me. Das war der Illustrator. Haben wir sie alle zusammen. Ja, genau. Und die haben sich an diesem Schuh mit Club 75 ausgetobt. Wenn wir es jetzt einfach so machen würden wie immer, würden wir sagen, was ist es? Es ist ein schwarzer Schuh. Und was macht er? Er ist schwarz. Er ist schwarz. In dem Fall finde ich das Besondere an dem Schuh, abgesehen jetzt von der Farb- und Materialwahl und hier unten den Sprenkeln, eigentlich die Sohle, wenn man sie sich anguckt. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, was sie hier gemacht haben, ne? Mit dem Schwarz-Weiß-Kontrast. Ja, witzig. Wow, hat bestimmt noch niemand gemacht. Okay, dann gucken wir wieder oben drauf. Kostet? Ah, kostet 150 Euro. Kommt Samstag zum Händler eures Vertrauens. Konsortium Händler eures Vertrauens. Und jetzt ein Feedback. Achso, mein Feedback ist so, weil es ein schwarzer Schuh. Da sind wir uns wieder einig. Und kaum jetzt? Sind wir einen Abend unterwegs. Ja, und jetzt kommen die On-Feed-Bilder. Machen wir weiter. Wir haben zwei Schuhe aus Paris bekommen von Starkau. Ein Laden, den wir euch auch schon in einem Storecheck vorgestellt haben, den ihr, ich verlinke es da, anklicken könnt. Können wir das auch da verlinken? Wir verlinken es auch da. Ihr habt jetzt die freie Auswahl, wo ihr euch den Storecheck vom Starkau in Paris angucken wollt. Da. Die haben zwei New Balance 1500er made in UK in Flimby auf den Markt gebracht. Und wir haben die ganze Zeit geguckt, was ist denn die Story dahinter? Weil wir verstehen uns ja mittlerweile auch so als das literarische Duett der Sneaker-Szene. Wir interpretieren gerne die Stories hinter den Schuhen. Zu dem Schuh gibt es aber keine direkte Story wie, oh mein Gott, das Grau erinnert uns an den Eiffelturm. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Und das wäre jetzt vielleicht ein Macaron mit Pistazien, wie heißt die Dings? Ganache? Ganache? Oder ein abgestandenes Panache? Ja, oder ein verschimmeltes Baguette. Ja, Baguette, magnifique. Irgendwas werden sie sich vielleicht dabei gedacht haben. Sicher. Und deshalb haben sie sie in England produziert, weil sie aus Frankreich kommen. Ganz genau. Und da gab es noch diese komische Story mit Maria Stuart. War das nicht die, die eigentlich den englischen Thron kriegen sollte, aber mit dem französischen Macker verheiratet war? Ich muss gestehen, ich war Mathe und Physik. Aber Geschichte war so ein Fach, wo ich immer die Diskussion geführt habe, ist es nicht eigentlich nur Lesen und Wiedergeben? Nein, war Maria Stuart nicht die Schwester vom spanischen König? Das ist eine Frage. Das Traurige ist, dass ich Literatur und Geschichte studiert habe. Was die von Starkau die Jungs gemacht haben, ist,
sich aber hauptsächlich auf die Materialien zu fokussieren, haben gute Materialien ausgewählt. Das sind halt Suede. Nein, wollte ich gerade sagen, es ist Nubuk-Leder. Nee, Suede. Es ist schon richtig. Suede. Das wird Pigskin sogar sein. Hier drinnen. Digital Camo. Ein Digital Camo. Wer mal in Paris im Starkau war, weiß, dass sie viel mit Camo arbeiten. Diese Detektoren, ob man da im Laden was klaut oder nicht, haben auch diesen Camo-Print und auch dieses Digital Camo. Wir haben gar keine Detektoren, das sind wir. Bruder, du klaust, du kriegst Probleme. beide Schuhe kommen am 18. dann in den Laden, kosten 150 Euro. Was ich nee, 155 Euro. Was aber schon krass ist, weil eigentlich kosten die Inline 1500er Made in UK mehr. Genau, guckt euch mal die Made in UK und die Made in USA Modelle an. Die liegen in der Regel bei 180 bis 200 Euro. Also für einen limitierten Schuh, Made in UK, ist das ein Schnäppchen. Daumen hoch, alles andere wäre ein Epic Fail. 155 Euro. Ich muss ehrlich gesagt leider so sagen. Wieso? Weil dir der nicht so gefällt? Nein, 1500er, das ist halt. Das ist so meine Lieblingssilhouette bei New Balance und ich finde, das ist halt so, die wecken bei mir jetzt keine wirklichen Emotionen. Ja, ja. Ja, dann habe ich einen Daumen solide, hoch. Solide, guter Preis. Das gibt bei mir nämlich den Daumen hoch. Ja, gute Materialien, auch, gute Qualität, guter Preis das, dafür. Es fehlt mir das nötige i-Tüpfchen hier. I-Tüpfchen. Kommt Samstag und das sind hier Feedbilder. Und dann hätten wir hier noch zwei Knaller aus dem Hause Soconi, das sind die Shadow 6000. Ja. Zusammen mit Bodega, die haben mal wieder mit Soconi, das haben wir schon öfter gemacht. Ich finde, wir sollen den Laden mal vorstellen, der ist echt geil. Sollen wir hin? Gerne. Machen wir. Also, liebe Reiseveranstalter, Ögertours oder so, schickt uns doch mal einfach nach Boston. Habt zwar nichts davon, aber wir freuen uns, dass ihr uns schickt. Genau, dafür einen Daumen hoch. Sehr, also. Kommt am Samstag und jetzt gibt es die On-Feed-Bilder von dem Flugzeug, mit dem wir fliegen. Das wird so geil. Und letztlich, also Bodega aus Boston hat wieder eine Kollaboration mit Soconi. In dem Fall irritiert mich so ein bisschen die Farbe der Midsole. Das ist gerade bei diesem blau-purple angehauchten Schuh, finde ich, sieht es ein bisschen strange aus, weil dadurch wirkt die Sohle durch den starken Farbkontrast extrem klobig, was beim 5000er, beim 6000er nun mal so ist. Da kann man aber entgegenwirken, indem man eben genau die Midsole noch mal mit einer abgesetzten Farbe halt verbindet. So sieht es flacher aus. Hier innen der florale Print. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Die Strickpulli-Geschichte hatten wir ja schon bei Mieter auf dem Reebok gesehen, auf dem Fury zum Beispiel. Kam in letzter Zeit häufiger so eine Sache. Finde ich ganz witzig eigentlich. Ich glaube nur, dass es tatsächlich mal jetzt den grauen, den man im Herbst eh nicht tragen sollte, wenn es regnet. Ich glaube, dass sich das Material sehr schnell sehr mit Dreck vollsaugen wird. Also ich finde die sehr, sehr, sehr gut. Das ist im Prinzip für mich einer der besten Bodega Collabs bisher. Allerdings das falsche Modell. Weil ich mag den 6000er nicht. Der 6000er hat, wie du gesagt hast, diese klobige Sohle. Und da sie sie jetzt auch noch tonal gemacht haben, ist die noch klobiger geworden. Weil sie hätten wenigstens die Outsole irgendwie in einer anderen Farbe bringen müssen. Ich finde, das Farbliche, das kann echt gut wirken, aber das ist hier bei dem echt schade, weil das Upper ist der Hammer. Ja. Also gerade dieses Blau mit dem Rotkontrast, Grau mit Rotkontrast. Hab jetzt nicht verstanden, warum jetzt die Blumen bei einem Pullover. Ja. Ist das so? Hat man so einen Pullover mit Blumen? Frag mich nicht. Ich war ein beliebtes Kind auf dem Schulhof. Ich hab nur einen Blumenpulli. Du hast sowas nicht getragen, nicht wie bei About a Boy. Nein. Okay. Also wenn es jemand da draußen schafft, einen Pullover zu finden, der dieses Muster außen hat und innen drin diese Blumen, dann gibt es wieder was zu gewinnen. Wieder ein T-Shirt. Also super gelungene Sache, sorry. Ja. Außer wirklich die Soul Unit. Die hätten einfach das auf dem 5000er machen müssen. Dann wäre es eine Granate. Der 5000er ist vom Shape, das ist jetzt so für diese Fetischisten, nicht ganz so keilförmig wie der 6000er. Ganz, genau. Aber insgesamt finde ich, die Sohle ist der, halt einfach stimmiger. Die Sohle ist stimmiger und der Shape ist insgesamt, glaube ich, massenkompatibler beim 5000er als eben diese keilförmige Granate vom 6000er. Deshalb gibt es bei mir einen Dreivierteldaumen. Von mir einen Hoch. Wo gibt's Hoch? Der Preis, aber das muss man sagen, 135 Euro, das ist halt Soconi. Ja. Da gibt es die Kollabos eben ähnlich wie jetzt bei Starkau auf dem New Balance. Bezahlbar. Ja.
Und deshalb, gutes Ding, kommt am Samstag in den Laden und sieht so am Fuß aus. Gut, ja. Wir sind noch nicht ganz am Ende der Sendung. Noch haben wir ein paar. Noch haben wir ein paar, die wir euch in Kürze vorstellen möchten. Und zwar habt ihr es vielleicht schon gesehen, wir haben euch gestern ein On-Feature noch gebracht von diesem schönen Puma Handcrafted Pack. Auf dem Suede ist Made in Japan. Hochqualitativ, das ist nordamerikanisches Leder, was in Japan veredelt wurde, um diesen Angora-Look zu erzeugen. Sehr bequemer Schuh. Ich finde den roten, der ist ein bisschen zu laut. Gerade wenn man sich überlegt, 190 Euro kostet das Paar, muss man sich gut überlegen, ob man den roten zu allem kombinieren kann. Schwarz und vor allem der graue. Es ist für mich ein Killer. Also das gefällt mir richtig gut. Ich mag die Suedes von Puma. Ich mag gerade jetzt hier das Obermaterial. Die einzige Frage, die man sich dabei stellen muss, ist, möchte man 190 Euro für diesen Schuh ausgeben? Ja, möchte man. Da hätten wir das geklärt. Klarer Daumen hoch, kommt am Samstag in den Laden und 190 Euro. Ich finde, wir sollten Puma echt fokussieren. Also da passiert in letzter Zeit echt viel. Nach Sophia Chang, jetzt mit dem Handcrafted Pack. Du generell, so die letzten Releases, muss ich sagen. Da kommen einige gute Sachen rum, ne? Ja, ist gut. Sehr gut, weiter so. Und dann hätten wir noch was von Reebok. Ja, genau. Einmal den Pump von Titolo und einmal den Pump von 24 Quilates. Ja. Ganz ehrlich, ich finde die 24 Quilates-Kollabo auf der Silhouette, von der man eben halten kann, was man möchte, weil es doch sehr viel Schuh ist, finde ich ein bisschen stärker, weil sie abwechslungsreicher ist. Da passiert mehr, während der Titolo doch sehr schlicht gehalten ist. 220 Euro? Yep. Kommt auch Samstag? Ja. Also ist was wirklich für die Pump-Fans. Das Ding ist echt gelungen. Das Ding ist natürlich auch gelungen. Stabil. Aber stabil, genau. Nennen wir es stabil, gelungen. Von mir, ich bin ja an der ja. So, und dann hätten wir noch das Gemini Pack von Essex. Ja. G-Line 5. Schön. Ist solide, 140 Euro, auch ab Samstag, ja. die Essex Gemini. Hast du noch dabei gefurzt, oder? Nee, ich hab gemacht. Okay. Bei so ja. Gut, und dann hätten wir jetzt noch eins. Und zwar haben wir euch letzte Woche eine Casio G-Shock vorgestellt, die 9400er RD Man at Work. Man in Red. Und da waren Egmet und ich uns nicht ganz sicher, für was der Knopf in der Mitte ist. Lustigerweise wissen wir immer noch nicht. Nee, wir haben es immer noch nicht ausprobiert. Für der Knopf in der Mitte ist. Deshalb probieren wir das jetzt live aus. Ihr habt ein paar Kommentare gelassen. Ich glaube, der hauptsächliche Kommentar war, das Licht geht an. Warte mal. Es geht das Licht an. Es geht tatsächlich das Licht an. Ich dachte, da passiert was Cooles, weil der schönste Kommentar kam tatsächlich. Ja, also wir hätten am liebsten natürlich den schönsten Kommentar. Das war, wenn ihr drauf drückt, kommt Kit. Ja. Eigentlich, weißt du was? Kit kriegt ein T-Shirt und der Erste, der das gepostet hat, dass das Licht angeht, kriegt auch ein T-Shirt. Also zwei Soulbox-T-Shirts gehen raus, wir benachrichtigen euch und es geht tatsächlich nur das Licht an. Wie langweilig. Könnt euch können wir wieder Katzen einblenden? Eure Erfahrungsseite. Ja, jetzt kommt ein Katzenbild. Danke. Und dann wünschen wir euch ein tolles Wochenende. Wir hoffen... Können wir noch mal ein Katzenbild einblenden? Kommt jetzt. Und noch eins? Können wir jetzt ein Katzenbaby einblenden? Oh... Aber so mit Bewegtbild und Feed. Katzenbaby und Feedbilder. Das bringen wir euch nächste Woche. Vielleicht habt ihr noch ein paar geile Ideen. Ihr wisst, Kommentare da lassen. Und dann macht es gut. Schönes Wochenende euch. Also wenn ihr Katzen ausleihen wollt, nehmt mir die gerne an. Und er trägt sie an den Füßen. Und Feedbilder. Nein, Alter, ich krieg so einen Einlauf von Peter. Also dieser Organisation, nicht von Peter. Peter. Nicht den Peter, sondern dieses Peter. Peter, was machst du Einlauf, Lan? Was Einlauf? So, und als ob das nicht schon genug Schuhe wären, die wir euch heute vorgestellt haben. Und wobei jeder, inklusive uns beiden, gedacht hat, die Sendung ist vorbei,
Nein, wir haben uns noch mal echt in unser Sonntagsoutfit geschmissen. Ein Outfit, wo wir auch überlegen, nicht uns zu heiraten, aber überhaupt, das sind Outfits. Damit kann man vor den Altar treten. Denke ich auch. Und an welchen Film könnt ihr erinnern? An Salma und Luis, 4 Hochzeiten und ein Todesfall und Bridget Jones. Bridget ganz Jones. Klar, ganz ja. Klar. Das, wie hieß der nochmal? Hefner? Jackman? Hugh Grant? Natürlich. Damals in 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Ja, stimmt. Ist er ja mit diesen Klamotten im Prinzip berühmt geworden. Total. Nein, ihr merkt es natürlich, White Man Can Jump, der Nike Command Force ist wieder da. Und Wesley und Woody? Wesley H. Woody! Zocken jetzt mal eine Runde. Also, macht euch ein schönes Wochenende. 200, nee, wie viel liegt der? Sowas ist unwichtig. Sowas ist unwichtig, das ist ein Command Force. Guckt euch White Man Can't Jump dieses Wochenende an. Und erinnert euch, wer mitgespielt hat. Ganz genau. Wesley, Woody. Erkennt man, oder? Total. Also, ist klar, dass ich Wesley bin. Ja, hab ich kein Problem damit. Ich finde Woody Harrelson echt super. Gut, schönes Wochenende. Also, Woody Harrelson. Macht's gut und deine Mama. Nein, das sind die Mutterwitze. Ja, ja, ich weiß. Ich hab mich noch zurückgehalten. Ist alles okay? Ist alles okay? Ja, alles super. Ist alles okay? Ist alles okay? Ja. Aua. Hier, ich bin frei. Okay, warte, Vorsicht.